Hör mal, jetzt kommt alles zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das ganze Zeug hier wegbekommen sollen. Aber wie wär's denn mit der Lokomotive? Das hat doch schon mal geklappt. Sehr witzig. Haben wir doch alles schon verplant. Und hier ist es echt proppenvoll. Könnte ich mal gerne haben. Sag mal, wo steckst du überhaupt? Dreh dich doch mal um. Weißt du, dank modernster Technik kann ich arbeiten, wo ich will. Na super. Jetzt mal im Ernst, das wird wirklich eng. Ja, entspann dich mal. Ich habe gestern eine Lok bestellt. Wie im Internet shoppen gewesen, oder was? Ja, so ähnlich. Wie? Na, den Dispo-Lok, erstmal zur Miete, mit Full Service, alles inklusive. Die von heute auf morgen gemietet, wie ein Mietwagen? Klar, vollgetankt und mit Alufeld. Haha. Ja, schau mal hier, mit Kaufoption, mobilen Wartungsteam, beliebiger Mietzeit. Und wenn das Geschäft gut läuft, dann behalten wir sie. Und per GPS können wir jederzeit sehen, wo das gute Teil gerade steht. Die ist nämlich schon so gut wie da. Ein Eurosprinter. Ja, die ES64U2. Noch ein Eurosprinter, die F4, die leistungsstärkste Lok überhaupt. Wow, Personenverkehr, viersystemfähig. Damit können wir mal nach Mailand fahren auf einen Kaffee. Kaffee trinken in Mailand? Ich weiß nicht. Und hier ist der Prototyp und sogar noch eine dieselelektrische. Weißt du was? Die bestellen wir uns alle für eine Probefahrt. Die passt doch farblich auf Spitze zu meiner Jacke, oder? Na, da haben wir unser größtes Problem schon gelöst.